der Mountainbike-Star Nino Schurter kündigt die Trennung seiner Frau Nina auf Instagram an. Die Eltern einer 7-jährigen Tochter sollten jedoch weiterhin eine freundliche Beziehung aufrechterhalten. 16 Nina und Nino Schurter gehen separate Pfade. Sie sind seit ihrer Jugend zusammen und sind seit 9 Jahren verheiratet. Jetzt Nino Schurter und seine Frau Nina gehen separat weg. Das wird vom Mountainbike Olympischen Champion auf Instagram angekündigt. Eine Tochter, die gemeinsam ist, wir bleiben freundlich und vertraut für uns und unsere Tochter, schreibt Schurter unter einem Foto als Ex-Couple. Die Trennung war vor einiger Zeit, erklärt der Schweizer Athlet des Jahres 2018. Diese Botschaft ist eine Überraschung. Der Schurter kennt sich seit der Zusammenarbeit in Landscare. 2014 gab es ein Hochzeitstraumpaares. Mit der Geburt von Tochter Lisa Sophie, die jetzt 7 Jahre alt war, später. Nina leidet an Multipler Sklerose, aber das Paar musste nicht nur einfache Zeiten überleben. Zusammen gingen beide durch dick und dünn. In 2020 kündigte Nina Schurter an, dass es an Multipler Sklerose litt, einer Autoimmunerkrankung des Nervensystems. In der Schockdiagnose im Jahr 2008 ist sie es ist erst 22 Jahre alt. Als Nino wegen seiner Sportkarriere unterwegs war, war sie auf die Unterstützung eines Paares oder der Eltern der beiden angewiesen. Nina leidet an MS, so macht sich Schurter Sorgen, während Corona sich Sorgen um seine kranke Frau machte und der Wunsch eines Kindes war auch auf dem Messer in der Schneide geschnitten. Es gab Ärzte, die skeptisch waren, sagte Nino im Jahr 2020 zu Schweizer Illustriert. Aber es gab auch eine Ansicht, dass die Schwangerschaft den Organismus erneuern und stärken würde, ist bekannt. Nina wird schwanger und hat im Oktober 2015 Tochter Lisa Sophia zur Welt gebracht. Die Familie ist perfekt. In dieser Situation ist Lisa ein Segen für uns mit ihrem Licht und der Art und Weise, wie sie Ninas Krankheit ohne grosse Aufregung akzeptiert, sagte Nino. Jetzt ist die Beziehung vorbei. Die beiden wollen keine weiteren Erklärungen für die Privatsituation geben, wie der Mountainbiker in der Trennmaschine schließlich schreibt.